Grüß euch, es hat ein bisschen gedauert, sorry dafür. Trotz aller Tests. Trotz aller Tests ist ja nicht so, dass man nicht schon eine Stunde da sitzt und das alles probieren. Naja. Willkommen zum Zoom-Meeting und zwar unangenehme und angenehme Fragen an den Entwickler oder den Chefentwickler, glaube ich sogar, von Duoton, den Ralf. Nur ganz kurz, vielleicht zu uns beiden. Wir sind von Lake United. Vielleicht, wer uns noch nicht kennt, wir machen Kite-Reisen, wir organisieren Events, Workshops und beschäftigen uns viel mit der Kitesport-Thematik, weil wir schon seit über 18 Jahren in dem Business unterwegs sind und wollen immer ein bisschen so die Hintergründe von allen wissen. Und das Format ist jetzt entstanden, einfach in der Zeit, wo Reisen nicht so funktioniert und wir letztes Mal schon ein Zoom-Meeting hatten mit dem Benny, einem Entwickler von Flysurfer, das extrem gut angekommen ist. Sinn ist jetzt nicht, unangenehme Fragen zu stellen, sodass man irgendjemanden an die Wand frägt, sondern einfach, dass man ein bisschen die Hintergründe kennenlernt und nicht diesen Sales- und Marketing-Sprech da hineinfährt. Genau. Yes, das ist das Format und wir begrüßen den Ralf und sagen danke für die Zeit, die du dir Genau, genommen dann haben hast. wir da unten noch die Marietta und die Anna im Bild. Die übersetzt normal beim Bundeskanzler vom Sebastian Kurz die Pressekonferenz und heute haben wir die Ehre, dass sie da jetzt live gebärdet, zusammen mit der Anna. Die müssen sich immer abwechseln, weil das sehr anstrengend ist. Ralf, wir legen los. Bevor das Meeting losgegangen ist, haben wir noch mit wem anderen geredet und der hat gesagt, du schaust aus wie der klassische German Engineer, frisch geduscht, duftest gut, und kannst irgendwie alles. Du hast ja ur viele Projekte, du hast Software Engineering, ganz viele Bereiche. Wann wechselst du in die Formel 1? Ach, das ist eine sehr gute, durchaus berechtigte Frage. Das wäre tatsächlich ein Traum von mir gewesen. Aber erstmal vielen Dank, dass ihr den Zoom-Call heute initialisiert habt. Sehr spannend, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Und finde es auf jeden Fall sehr interessant, auch Fragen zu beantworten, die mal nicht von Magazinen kommen. Ja, nee, also auf deine Frage antworten, ist tatsächlich, Formel 1 hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen in meiner Karriere, sicherlich wäre vielleicht eine Option gewesen, weil ich auch sehr autoaffin bin. Aber gut, es ist nicht geworden. Autofahren tue ich trotzdem. Ja, aber Formel 1 hat viel mit Aerodynamik zu tun und das ist letztendlich auch genau der Punkt, der mich quasi erst zum Gleitschirmfliegen und dann zum Kiten gebracht hat und ist eigentlich immer so ein bisschen der Schlüssel gewesen oder der Kleber quasi in den letzten, ja, 25 Jahren eigentlich, in dem ich quasi in diesem Business unterwegs bin. Cool. Vielleicht mal noch eine Frage an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Versteht ihr alles? Und ihr habt die Chat-Funktion, da könnt ihr hineinschreiben, die Fragen. Wir übernehmen die Fragen dann und würden die dann, wenn sie in den Verlauf passen, einfach direkt an den Ralf stellen. So, genau, vielleicht schreibt es mal. Genau, Perfekt. Niklas schreibt, er hört uns schon, alles gut. Gut, Ralf, wie wird man Kite-Designer, fragt gleich einer. Wo fängt man da an? Ich meine, du hast, glaube ich, ganz am Anfang war irgendeine Gründung mit Flysurfer. Du hast begonnen, bist mit ein Gründungsmitglied von Flysurfer, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das ist wichtig. Also die Frage, wie wird man Kite-Designer, ist sicherlich nicht ganz einfach zu beantworten. Man rutscht da letztendlich rein, also zumindest in meiner Generation. Ich habe sehr früh mit dem Gleitschirmfliegen angefangen, mit 14, wollte mich dann sehr intensiv mit den Aspekten des Gleitschirmfliegens auseinandersetzen. Ich habe ohnehin immer viel Modellbau gemacht, viel Aerodynamik, habe angefangen, eigene Modelle zu bauen, zu entwickeln, zu konstruieren, zu nähen. Alles, was man quasi braucht und wollte eigentlich immer Gleitschirmdesigner werden. Weil das war so ein bisschen mein Traum. Und der Armin Harich, der nach wie vor bei Flysurfer tätig ist, wir zwei, wir waren viel Gleitschirmfliegen unterwegs und irgendwann kam er um die Ecke mit einem Video von Tronolone High, hieß das damals, wird wahrscheinlich keiner mehr kennen. Und das haben wir abends in den Videorekorder reingeschoben, VHS-Kassette, und haben in dem Moment, wo das Video zu Ende war, haben wir beschlossen, dass Kiten viel, viel geiler ist. Viel, viel cooler als Gleitschirmfliegen. Und so habe ich im Grunde genommen mein Erlerntes, das ich mir primär selber beigebracht habe, also um auf die Frage einzugehen, habe ich genutzt, um mit ihm zusammen Flysurfer zu gründen und
dort sind dann die ersten Produkte entstanden, inklusive eben halt auch Produktionsbesuchen. Also alles ist alles, was damit nicht nur Konstruktionen, sondern halt auch wirklich, was notwendig ist, um nachher ein fertiges Produkt auf den Markt zu bringen. Also von der Produktion, Entwicklung über Produktion, einstellen, testen, was man im Grunde genommen alles machen muss. Das war der Einstieg. Also über die Gleitschirm, über den Gleitschirmbereich eigentlich quasi Richtung Kaltenbrunnen. Mhm. Du warst dann, glaube ich, auch bei Nash und jetzt bist du dann seit 2008 bei Norf oder Duoton. Genau, also Fleißhaber wurde dann in eine größere Firma formiert, in die Skybox GmbH und Co. KG. Und da bin ich dann 2003 ausgeschieden. Von da aus bin ich dann erstmal zu Nash. Das war zusammen mit dem Don Montague. Das war eine extrem kreative Zeit, super interessant. Wir haben eigentlich alles erforscht, weil es war einfach noch ein junger Sport. Der Ansatz war noch ein anderes. Wir haben uns überlegt, was denn eigentlich neben dem Cube und dem Softkite es noch für Varianten geben könnte. Also wir haben sehr stark an Hybrid-Kites gearbeitet. Mhm. Das hat alles beinhaltet, also Cube-Kites, die Flaps haben, also Landeklappen, so wie bei einem Gleitschirm oder bei einem Kite, bei einem Softkite. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Es war wahnsinnig interessant. Und letztendlich sind wir aber dann doch auf den Trichter gekommen, dass eben ja gewisse Unterschiede natürlich da sind in den unterschiedlichen Ansätzen, aber dass der Tube-Kite tatsächlich für das, was wir eigentlich vorhatten, Kiten war ja ganz stark durch Springen definiert. Und der Tube-Kite hat also extrem große Vorteile in dem Bereich des Springens. Und das war eigentlich letztendlich auch der Grund, wieso ich damals dann gesagt habe, wir haben so viel ausprobiert, so viele unterschiedliche Aspekte konstruktiv uns angeschaut, aber am Ende des Tages war tatsächlich der Tube-Kite das Produkt, was auch bei mir hängen geblieben ist. Ich habe dann weiter noch für eine andere Firma mitgegründet und bin dann aber 2005 über quasi diese Firmengründung zu North Kiteboarding, also zu der Boards & More gekommen und habe dort dann im Grunde genommen erstmal Softkites weiterentwickelt und dann aber sehr schnell ein Jahr später angefangen, tatsächlich auch mit Tube-Kites einfach dort einzusteigen. Und welche aktuellen Kites schreibst du jetzt auf deine, also wie sagt man, sind unter deinem Fittichen geboren? Unter deinem Fittichen geboren? Schreibt man also, sich am Rücken? Nee, das ist nicht so. Ich habe es ein bisschen mit Sprichwörtern, musst du wissen. Es passt nicht so. Aber also, welche Kites fliege ich, wenn ich deine Kites fliege? Ja, also angefangen hat es mit dem Evo. Der Evo war mein erstes kommerzielles Produkt für die Boards & More. Und jetzt ist es mittlerweile also Evo, Evo SLS, Dice, der Vegas, der Juice. Und dann dementsprechende potenzielle Ableger davon, um es mal so zu formulieren. Okay. Die potenziellen Ableger sind? Ist im Grunde genommen eigentlich das, was jetzt das tragende Thema bei der Boards & More aktuell ist oder bei uns in der Entwicklung. Ist alles um das neue Material herum, um dieses Pentatex, das wir entwickelt haben mit Challenger zusammen. Und das heißt also, der Evo SLS wird dann auch, es wird ein Dice höchstwahrscheinlich dann eben auch in dieser Materialkombination geben und vielleicht auch andere Produkte, je nachdem. Aber letztendlich ist es genau das, das ist ein Punkt in der Entwicklung, der extrem spannend ist, um das mal vorwegzugreifen. Das ist einfach für mich jetzt, ich bin 20 Jahre lang, also genau 20 Jahre in diesem Business tätig und habe eigentlich immer darauf gehofft, mit genau diesen Arten von Materialien und Fertigungsmöglichkeiten Produkte zu entwickeln. Und deswegen würde ich auch persönlich sagen, dass es eigentlich gerade die spannendste Zeit in meiner Karriere ist, weil wir einfach tatsächlich, obwohl wir das gar nicht so geglaubt haben, immer gehofft haben, aber nochmal große Sprünge machen können in der Kite-Entwicklung. Das heißt, gefühlt irgendwie kann es sein, dass die Kite-Shapes, ist jetzt mein Gefühl einfach nur, es sind ziemlich, da wird nur noch so an der Bridle ein bisschen Nuancen herum, aber es sind keine großen Revolutionen mehr. Das ist jetzt einfach eher auf der Materialseite, dass man da mehr arbeitet. Weil die Kites schauen die letzten 5 Generationen optisch fast ident aus. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also es ist trotzdem so, dass wenn wir einen Kite einstellen, wirklich das im 5-Millimeter-Bereich machen. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie übertrieben, sondern es ist wirklich 5 Millimeter, wenn ich dir einen Kite gebe
und macht zwei Änderungen mit einer Maximaländerung von 15 Millimetern, 1,5 Zentimetern, dann hast du einen komplett anderen Schirm. Also du würdest, wenn du das nicht wüsstest, würdest du nicht sagen können, es ist nach wie vor der gleiche Schirm. Also du hast schon grundsätzlich recht. Es hat sich an dem Shape nicht viel getan, weil man halt einfach auch natürlich differenzierter geworden ist. Ich meine, wir haben bei Duotone, ich glaube, 8 Modelle letztendlich für wirklich jede Nische. Und diese Nische hat natürlich ihren speziellen Shape. Und diesen Shape versuchen wir dann dementsprechend weiterzuentwickeln. Das geht auch mit Nuancen, das geht durchaus. Aber wenn du das Material änderst, wie bei einem Fahrrad von Aluminium auf Composite, also von Aluminium auf Carbon, dann hast du trotzdem immer noch einen Rahmen und das Fahrrad sieht von Weitem auch noch genauso aus wie früher, aber es fährt komplett anders und hat andere technische Eigenschaften. Und das ist eigentlich genau das, was wir quasi aktuell machen. Aber ist es in der Entwicklung dann immer so, dass man jetzt einen Rebel gibt, schon extrem lang, einen Kite immer weiterentwickeln und sagt, der ist wirklich besser als der Vorgänger? Oder entwickelt man aber weiter, sagt, den persönlich mag ich als Entwickler jetzt gar nicht so den neuen Rebel und der vor 2 Jahren hat mir vielleicht besser gefallen? Also ist das diese Nuancen, die man da verändert, um vielleicht jetzt einem Produktzyklus gerecht zu werden? Ist es immer ein Fortschritt? Würdest du das jetzt als Entwickler so sagen? Also ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie ein Entwickler sagen würde, es wäre ein Rückschritt, dann weiß ich nicht, ob das A ein guter Entwickler wäre oder, also die Frage, ich verstehe deine Frage hundertprozentig, aber ich muss klar sagen, also wir entwickeln definitiv so, dass wir immer versuchen, einen Mehrwert zu generieren. Man muss aber auch dabei verstehen, wenn du dir eine Modellreihe anschaust, nehmen wir mal zum Beispiel den Evo. Der Evo, den gibt es in der Größe von 4 Quadratmeter bis aktuell 12. Früher gab es ihn aber bis 14 Quadratmeter hoch. Das heißt, du hast immer, du entwickelst etwas fertig, dann kommt dieser Schirm auf den Markt. Das ist für mich als Entwickler, also die Produkte, die jetzt auf dem Markt sind, die habe ich ja vor ewigen Zeiten gefühlt entwickelt. Weil wir müssen, das ist ja alles eingetaktet auf den Tag. Also unsere Produktzyklen aufgrund der Komplexität. Und wenn wir dann das Marktfeedback bekommen, das heißt, dass zum Beispiel, dass jemand sagt oder eine Gruppe, also eine Mehrzahl von Personen sagt, ja, also der Neuner war aber besser als der Zehner. Und wenn man dann noch rauskriegt, warum, dann nimmt man sich natürlich explizit sich diese Größe vor und versucht, um diese Größe herum dann wieder die Fehler abzustellen oder das Ganze mehr in Line zu bringen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ich habe bis jetzt noch nie in meiner Karriere es gehabt, dass man sagen konnte, also der Kite ist nicht besser geworden. Also definitiv nicht, sondern es ist in Summe seiner Einzelteile, es ist auf jeden Fall immer eine Steigerung gewesen. In allen Aspekten, meiner Meinung nach. Check. Ralf, der Niklas fragt gleich, was mich auch selber interessiert und wo ich schon ich glaube, ich habe eine Vorahnung, was du dazu sagst, dass es SLS sind die größten Effekte sozusagen nur bei den großen Kites und wird der kleiner bei den kleinen Kites oder ist das überall, wo du sagst, bumm, das ist ein großer Unterschied. Ich habe das so geschrieben, ist SLS vielleicht auch nur das Marketing-Statussymbol für den Zahnarzt oder ist da echt ein Riesenunterschied, den du sofort spürst und der das Geld wert ist? Also ich würde mal sagen, für den Zahnarzt ist es bestimmt auch gut, aber ich würde mal sagen, für die meisten anderen auch nein. Also SLS, dieses Material, also Strong Light Superior, ist ein Marketingbegriff. Ja, das heißt also, wir haben versucht, mehrere Aspekte in einen knackigen Marketingnamen in SLS zu verpacken. Dahinter verbergen sich aber mehrere Komponenten. Das heißt, einmal ist eben dieses Penta-Material, das ist entstanden durch einen Zufall. Das ist eine Entwicklung gewesen, da saß ich in Mazedonien auf einem Berg und war eigentlich gerade dabei, Gleitschirme einzustellen und habe einen Call gehabt mit den Jungs von Challenger, mit dem Ben und seinem Vater, die eben Challenger Sail Close leiten. Und wir haben philosophiert und ich habe gesagt, Jungs, passt mal auf, versucht doch einfach mal jeglichen Aspekt, jeden monetären Aspekt mal beiseite zu legen. Also wirklich ein Material, denkt über ein Material nach, das ihr bauen würdet, wenn Geld keine Rolle spielt. Und dann fingen wir halt an und dann sagten sie, ja, okay, also dann müssten wir vielleicht mal andere Garne verwenden und wir haben eigentlich gerade eine neue Maschine und die kann einen anderen Fertigungsprozess machen. Die stretcht und legt quasi die Yarns anders aus. Dann haben wir eine neue Coating-Maschine. Na, wir machen mal was. Und 3 Wochen später riefen mich wieder die beiden an, zusammen mit dem Nate, das ist der technische Direktor dort. Und du hast wirklich im Hintergrund gehört, wie die gefeiert haben. Weil die nämlich ihre Reismaschine, also die Maschine, mit der sie quasi ihre Reisversuche machen, zerstört haben,
weil sie das Material nicht mehr reißen konnten. Ja, das heißt also, sie haben etwas gebaut aufgrund einer Grundlage, wo wir gesagt haben, jetzt seid einfach mal frei, seid mal kreativ. Und sie haben etwas geschaffen, was wirklich anders ist als ein herkömmliches Acron. Was leichter ist, was eine geringere Diagonaldehnung hat, was aber auch trotzdem im eingebauten Zustand genauso stabil ist. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir vor Jahren angefangen haben, Kites zu entwickeln als Concept-Kites. Immer gesagt haben, okay, wir möchten mal technisch herausfinden, wie leicht kann man dann eigentlich werden, konstruktiv. Dann habe ich angefangen, einen Schirm zu bauen, der aus Materialien zusammengenäht war, die nicht kommerziell sind. Also wirklich eine richtige Studie, so wie im Automotive-Bereich. Und dieser Kite hatte eine Fläche von 13 Quadratmeter und wog unter 2 Kilo, 1,91 Kilo. Wie viel hat jetzt der 13er? So, bitte? Der Juice? Wie viel hat der Juice jetzt zum Beispiel für mich? Der hat 2,36 oder 2,4. Oh, da erwischst du mich aber auf falschen Fuß. Das kann ich dir ehrlich gesagt gerade gar nicht genau sagen. Aber es ist im Verhältnis trotzdem, also im Grunde genommen konnte man sagen, dass es so 65% leichter ist als quasi ein leichter, ohnehin schon abgespeckter Kite. Mhm. Und mit diesem Kite hat es eigentlich dieses SLS-Thema Fahrt aufgenommen, weil ich für den Kite neue Materialien eingesetzt habe. Klar, die waren nicht kommerziell, aber ich habe den ganzen Fertigungsbaukasten auch ändern müssen. Also so leichte Materialien lassen sich eben nicht mit den Standard-Variablen zusammennehmen. Und deswegen habe ich den Ultra-Leichtwind-Baukasten, so haben wir das Ding genannt, entwickelt, der jetzt wiederum Grundlage für die SLS ist. Das heißt also, ich weiß, das war eine ganz einfache Frage letztendlich, aber die Beantwortung ist doch relativ komplex, weil eben fertigungsseitig ist eine ganz große Rolle spielt, weil du halt einfach gucken musst, wie bekommst du das Neue verarbeitet. Dann eben die gesamte Materialität, das heißt nicht nur das Dacron, sondern welche Blätter verwendest du, welche Leinen verwendest du, welche Pigtails du irgendwo hast, wo kannst du eigentlich Gewicht sparen. Und das ist letztendlich das Gesamtthema. Und ist jetzt der Effekt bei den großen und kleinen Kites, um da nochmal... Genau, richtig. Die Frage, um auf die Initialfrage zurückzukommen, bei den großen Kites merkst du es definitiv stärker, weil du natürlich im Verhältnis betrachtet einen höheren Einfluss hast. Du hast wenig Wind, du hast wenig Gewicht und das im Grunde genommen sorgt dafür, dass letztendlich der Kite A früh fliegt, also wirklich von alleine am Himmel steht. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass der Kite super agil wird. Und du, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, eben durch diese Agilität in der Lage bist, wieder Kraft zu generieren. Zum Beispiel, wenn du aufs Foil drauf möchtest, dann brauchst du ja diesen Hook, ja? Den Moment, der dich quasi auf das Foilboard draufhebt. Und das ist die Hubarbeit, die geleistet wird. Und je weniger kinetische Energie im Grunde genommen du quasi liefern musst, durch das Gewicht, ja, das ist also Hubarbeit, die quasi geleistet wird, wenn der Kite nach oben fliegt. Je weniger Hubarbeit geleistet werden muss, so mehr kinetische Energie kannst du selber verwenden, um quasi aufs Board zu kommen. Das ist eigentlich der ganze Trick dahinter. Mhm. Bei den kleinen Kites wird der Effekt geringer, aber wir haben jetzt aktuell heute, ich bin ja gerade beim Testen, wir haben einen Weg gefunden, wie man den Effekt auch bei kleinen Kites mehr deutlicher machen kann. Ja, aber ich würde schon grundsätzlich sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was den großen Kites sehr zugutekommt. Mhm, mhm. Wir haben da eh schon ein paar Fragen auch vielleicht, dass wir da was machen. Vielleicht das ganz kurz noch für alle, die gerade zugeschalten haben, die Fragen. Nachher kommt auch noch auf Facebook ein Post nach diesem Meeting und da könnt ihr alle Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet sind, reinschreiben und der Ralf wird die dann noch kurz beantworten. Da vielleicht, um die Frage von Andreas zu übernehmen, wie entscheidet ihr dann schlussendlich, ob der Kite fertig ist? Ist das subjektives Empfinden oder sind das Daten, die dir eine Software ausspuckt oder ein Windkanal zum Beispiel? Oder der Termindruck einfach. Der Termindruck ist es natürlich nie. Also grundsätzlich ist es so, dass ein Kite freigegeben wird, ja, also richtig im klassischen Sinne approved wird. Es gibt auch Approval-Muster, die also Vorserienmuster sind. Und die werden immer vom Kite-Designer freigegeben. Aber nicht alleine, sondern im Team. Das ist bei mir der Aaron Hedlow und der Marian Hund. Das heißt, wir zu dritt entscheiden, indem wir quasi
zum Beispiel das Vorjahresmodell mit dem neuen Modell vergleichen, validieren, ob der Kite uns so gefällt. Das heißt, wir müssen hier immer mehrere Sachen machen im Vergleich zum Vorjahresmodell, aber auch eben ganz wichtig unter den Größen. Und dieses Einstellen, also dieses ganze subjektive Gefühl, das kann man nicht vermessen. Das kann man zwar theoretisch vermessen, aber es ist von den Parametern her dann doch wieder so komplex, dass wir letztendlich sagen, wir verlassen uns auf unsere Erfahrung und Intuition, dass wir sagen, ja, das ist eigentlich, was wir wollten. Ja? Weil du hast ja, bestimmst die Kites ja ab. Ja? Das heißt, du kannst die Kites ja genau definieren. Du kannst genau definieren, wie sie in den Turn reingehen, wie sie aus dem Turn rausgehen, wie viel Barkräfte du hast, also wie viel Cheating Force hast, wie viel Barkräfte grundsätzlich anfallen. Das sind alles Parameter, die man heutzutage ohne weiteres definieren kann. Also es ist nachher eine subjektive Entscheidung. Was würdest du jetzt machen eigentlich, wenn man sagt, okay, du würdest den Rebel hernehmen? An welchen Schrauben würdest du drehen, wenn du sagst, okay, Handling ist mir egal, Relaunch ist mir egal, er soll nur noch höher springen? Da war eine Frage, was muss man machen, dass der Kite 40 Meter hoch springt? Also das ist eine gute Frage, die man so nicht wirklich beantworten kann. Also ich kann dir sagen, was du grundsätzlich brauchst, um 40 Meter hochzukommen, unglaublich viel Wind, ich sage mal so 50 Knoten aufwärts. Du brauchst einen Kicker, aus der Ebene wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Mhm. Du brauchst einen relativ kleinen Kite, der sehr viel Energie hat, den man sehr stark vor dem Absprung depowern kann. Das ist die technische Erklärung. Das sind die Variablen, die du benötigst, um so hoch zu springen. Aber es ist, du siehst die Aufzählung alleine, es ist nicht möglich, einfach zu sagen, okay, ich ändere einen Parameter, keine Ahnung, das Profil, ich mache oder was auch immer, Dickenrücklage verschiebe ich, Profil, die Durchmesser ändere ich oder sonst irgendetwas. Es ist die Summe der Einzelfaktoren einmal beim Kite und dann aber auch ganz wichtig, es sind definitiv auch die äußeren Bedingungen, die passen müssen, um solche Höhen zu erreichen. Muss alles zusammenkommen. Auch eine Frage, wie viele Jahre bist du voraus in deinen Entwicklungen im Kopf oder die Überlegungen, die du machst, wo sagst du, ich bin jetzt gerade da, wo die Kites halt gerade sind, ich habe jetzt Penta DX und SLS, oder bist du schon 10 Jahre voraus und sagst, da habe ich noch was im Hinterkammerzimmer? Also ich sag mal so, es gibt immer unterschiedliche, also auch da gibt es unterschiedliche Aspekte. Ich habe halt durch meine unterschiedlichen Tätigkeiten als Industriedesigner viel mich eben mit Produktionstechnologien auseinandergesetzt und habe da diverse Gebrauchsmuster, Patente mitgemacht, die letztendlich solchen Entwicklungen vorweggegriffen haben. Interessanterweise sind die aber, obwohl sie in Kleinserie wunderbar funktionieren, trotzdem nicht kommerziell umsetzbar gewesen, aus unterschiedlichen Gründen. Das würde jetzt viel zu weit gehen. Aber es gibt immer die Frage, welche Möglichkeiten hast du zur Verfügung? Und ich würde mal sagen, aktuell würde ich sagen, sind wir sicherlich in der Lage, Produkte gedanklich 3 Jahre voraus, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich eine Zahl, wo ich ganz klar weiß, also ich weiß ja, welche Materialien zum Beispiel ich bekommen werde in den nächsten Zeiten, welche Prototypenmaterialien. Wir haben Produkte fertiggestellt aktuell, über die ich jetzt nicht sprechen kann, geht halt einfach nicht, aber die fertig sind und die auch auf den Markt kommen, die das ganze Thema nochmal weiter voranpushen werden. Aber selbst wenn die kommen, es ist ein Anfang. Und nicht das Ende, sondern es ist ja wirklich so, durch den Umstieg von, ich sage jetzt mal, von dem Aluminiumrad hin zu dem Carbonrad, gibt es ganz viele Subkomponenten, die wieder neu entwickelt werden. Und in Summe ist es immer, musst du das ganze Ding rund machen. Wirklich die Summe der Einzelfaktoren, die das Ganze rund machen. Und wir müssen auch so lange im Voraus planen. Also 3 Jahre, würde ich sagen, ist eine realistische Ausgangssituation. Die Planung. Da können wir, glaube ich, ein paar Fragen zusammenfassen zu Struts. Und zwar, ich glaube nämlich jetzt auch bei den neuen Kites beim Rebel, die Strut-Enden sind jetzt wirklich wahnsinnig dünn geworden. Wie viel Auswirkung hat das und wird ein Kite kommen ohne Struts, wie der UFO von Slingshot oder sowas? Sagst du, Vorteil, Nachteil, Struts, Gewichtersparnis, wiegt es das auf? Also bei den Strut-Enden ist man letztendlich dadurch limitiert, dass man die Blätter ja in die Strut einführen muss. Und das machen wir bei Duoton, wie die meisten anderen Kite-Firmen auch, eben hinten über die Trailing Edge, über das hintere
über den hinteren Zugang. Wir hatten das früher auch mal mit so einem Zipper, aber das war alles auch im Grunde genommen auch nur eine Zwischenlösung. Macht es was aus, aerodynamisch? Nö. Also definitiv nicht. Also dafür bewegen wir uns auch nicht in Geschwindigkeitsbereichen, die dafür irgendwie großartig relevant sind. Kann es im Zweifel, wenn man das ganz extrem sich anschaut, einen Unterschied machen? Im Promillebereich, würde ich mal sagen. Also das ist sicherlich ein Faktor, der irgendwo, den würde ich bei irgendwie unter 1% irgendwie an Wichtigkeit titulieren. Weil, wie gesagt, halt einfach dafür ganz andere Strömungssituationen herrschen müssen. Zu der Frage, wie viele Struts ich brauche, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja den Mono, das heißt also, wir haben gesagt, wir brauchen grundsätzlich eine Strut in der Mitte, um eben auch die Struktursteifigkeit zu bekommen. Und das ist letztendlich der Punkt. Also die Struts wegzulassen ist technisch überhaupt gar kein Problem, aber es beschränkt mir doch relativ stark den Einsatzbereich. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin beim Vollen unterwegs, in super wenig Wind, in der Windrange von, ich sage jetzt einfach mal 8 Knoten oder 6 Knoten, dann macht es durchaus Sinn, auch solche Produkte zu entwickeln und zu bauen. Wir sagen halt, wir brauchen den Kompromiss, weil wir würden ganz gerne eben einen Allround-Kite machen, trotzdem, obwohl er ja schon sehr nischig ist. Wir möchten halt einen guten Kompromiss haben und vor allem auch die Depower-Fähigkeiten. Und eben Depower-Fähigkeit ist ja nicht nur die Fähigkeit, wie der Kite depowert, sondern auch, wie er sich an der Bar anfühlt. Das ist ja mal ganz, ganz wichtig. Wenn du im Auto sitzt und du hast keine Rückmeldung von deinem Steering Wheel, dann traust du ja auch dich nicht schnell, um eine Kurve zu fahren. Und das ist letztendlich genau das, was wir auch versuchen. Wir versuchen halt immer ein sehr gutes Feedback auf die Bar zu generieren. Und deswegen haben wir uns für eine Strut mit dem Mono entschieden, nicht für einen Nose-Strutter. Aber wenn man jetzt eigentlich betrachtet, einmal den Juice, Leichtwindigkeit, Mono, Leichtwindigkeit, SLS, sehr leicht gebaut, soll gut performen, bei wenig Wind auch rücken die nicht ein bisschen, kannibalisiert sich das nicht so ein bisschen, dass irgendein Teil wegfallen wird vielleicht? Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an. Also die Kites von der Grundcharakteristik her überschneiden, also von der Target-Gruppe, also von der Zielgruppe, überschneiden sie sich auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Allerdings sind sie von ihrer Charakteristik her unglaublich unterschiedlich. Der eine Kite ist extrem kompakt, extrem rund. Ja, das heißt also, der hat eine ganz andere Art und Weise, auch die Kraft umzusetzen, wie das jetzt ein Juice zum Beispiel hat. Der Juice ist auch primär dafür gebaut, auf dem Twin-Tip wirklich gut zu funktionieren. Bei sehr wenig Wind, auch für Schulen, die irgendwo am See sind, die halt einfach auch jemanden mit mehr Gewicht und einem größeren Board letztendlich bei 8 Knoten einfach zum Fahren bringen wollen oder zum Schulen bringen wollen. Da ist es auch immer die Frage, ist es immer sinnvoll, einen Kite, der sehr kompakt ist und sehr, sehr schnell dreht? Oder ist es manchmal vielleicht auch gut, dass er eine gewisse Art von Verzögerung hat und die Kraft auch etwas langsamer, aber dafür kontinuierlicher umsetzt? Das heißt also, die beiden Schirme sind von ihrer Grundcharakteristik, wenn man sie sich anschaut, grundverschieden und sie fahren auch grundverschieden. Nichtsdestotrotz gebe ich dir absolut recht, man kann links als auch rechts für einen spezifischen Bereich trotzdem verwenden. Liest sich aber nicht gegenseitig aus, würde ich sagen. Also ich finde nicht, dass ich das... Es ist halt eine Spezialisierung. Mal ein bisschen mehr links, mal ein bisschen mehr rechts. Was haben wir noch? Etwas, was auch im Vorfeld immer wieder aufgetaucht ist. Jetzt kommst du ja auch aus dem Paraglide-Bereich oder hast so begonnen, oder? Das war mit 14 Jahren, bist du da gestanden, hast deine ersten Paraglide-Schirme gebaut. Warum baut jemand, der aus dem Paraglide-Bereich kommt oder jetzt aktuell keine Foil-Kites mehr? Oder warum positionierst du dich so ganz klar zu Tube-Kites und sagst, das ist meins und da sehe ich nur Vorteile drinnen gegenüber dem Foil-Kite? Warum sind die Foil-Kites in deiner Entwicklung so ausgeschlossen? Weil Kappa, glaube ich, ist ja nicht von dir, oder? Nein, richtig. Der Kappa ist nicht von uns. Das ist eine Kooperation mit Advance. Den haben wir nicht entwickelt. Der wird auch nicht bei uns produziert in unseren Produktionslinien. Also das ist tatsächlich ein Produkt, das eine Nische bedient, innerhalb von dem, was wir im Grunde genommen halt abdecken möchten. Auch um auf deine Frage einzugehen. Also durch diese Zeit, die ich bei Nash verbracht habe und durch diese wirklich sehr, sehr spannende Phase, dass wir uns ganz unterschiedliche Kite-Konzepte angeguckt haben, die einfach auch nie kommerziell geworden sind. Ja? War wirklich die Quintessenz, also ich bin mit Fly Surfer extrem natürlich, hatte ich die Idee im Kopf,
Mann, so ein Gleitschirm muss viel, viel besser sein als ein Tube-Kite. Hm. Als ich dann aber das Ganze validiert habe, war für mich klar, dass der Sport selber, also die Zielgruppe und vor allem auch die Intention, die damals im Vordergrund stand, das war das Springen. Wenn ihr euch vielleicht selber daran erinnert, da gab es noch einen Flash, Nachnamen komme ich jetzt nicht mehr drauf. Flash Austin, ein Robbie Nash, die haben halt im Grunde genommen auch eben mit Lou Wayman etc. haben ja wirklich dieses Kiten in Europa bekannt gemacht oder haben das geflasht durch das Springen. Und das Springen bekommst du bei einem Tube-Kite aufgrund der Tatsache, dass es sich hier eben um eine runde Röhre handelt mit einem Einfachsegel, geschenkt. Das ist nämlich das ein ganz wichtiger Punkt. Also die Aerodynamik hinter einem Tube-Kite ist ultra interessant. Wahnsinnig interessant. Gibt es ja auch viele Arbeiten mit dazu, also Doktorarbeiten dazu, zum Beispiel von der TU Berlin. Weil es einfach diese Art von Profilen wurden nicht explizit so in der Aerodynamik entwickelt, weil es einfach keinen Anwendungsfall gab. Und jetzt wurden im Grunde genommen durch die Legano-Brüder wurde etwas entwickelt, was von Haus aus einfach genial war. Also es hat einfach hundertprozentig zu dem Anforderungsprofil gepasst. Und das war im Grunde genommen für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nachdem ich das verstanden habe, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, muss man ganz klar dazu sagen, nachdem ich dann verstanden habe, okay, warum eigentlich ein Tube-Kite so gut springt, im Vergleich auch zu einem Soft-Kite und welche Möglichkeiten es eigentlich dabei gibt und welche anderen kommerziellen Aspekte dahinter stehen, war für mich klar, das ist der Weg und wie man eben halt auch sieht, war das der richtige. Also die Verteilung ist ja ganz klar im Markt. Das soll auf gar keinen Fall heißen, dass Soft-Kites keine Existenzberechtigung haben. Also wann bist du denn das letzte Mal ein Soft-Kite geflogen? In Kappa, letztes Jahr hier in Langebahn. Okay. Reif. Ganz spannend eigentlich, was mich auch immer persönlich interessiert, hast du in der Kite-Branche, wer ist der zweitbeste Kite-Designer? Auf wen schaust du so ein bisschen immer links, rechts? Wen bewunderst du ein bisschen? Weil da fragt zum Beispiel jemand, gibt es irgendwie so eine Gruppe, wo man sich austauscht unter Kite-Designern, wo man andere Produkte auch vom testet, wo man ein bisschen kreativ ist? Das gibt es nicht, tatsächlich. Also ich muss sagen, dass ich glaube, dass ich mit dem Ken Winner, der den anderen Teil der Kite-Entwicklung bei uns bei Duoton macht, eine sehr, sehr gute einmal Beziehung habe, also auf einer professionellen Ebene. Also ich glaube, wir haben sehr großen Respekt von dem, was wir tun. Wir machen Sachen sehr, sehr, sehr unterschiedlich, interessanterweise. Ich bin ja extrem produktionsaffin. Also die ganze Art und Weise, wie der Kite entsteht, wie er zusammengenäht ist, Materialitäten, das ist eigentlich eine Arbeit, die der Hannes Knolls, das ist der Produktionsleiter in Sri Lanka, und ich die letzten 12 Jahre gemacht haben. Man tauscht sich, untereinander tauschen wir uns aus. Ja? Also wir haben auf jeden Fall, wenn man sagt, okay, wir haben hier interessante Features oder irgendwas funktioniert nicht, dann schicken wir uns die 3D-Daten zu. Das ist ja immer der Holy Grail, das ist also der heilige Gral, den man so als Designer hat. Das sind die 3D-Daten, die schicken wir uns zu, gibt es gar kein Problem. Vorbild habe ich jetzt ehrlich gesagt eins, muss ich sagen. Ich würde eher sagen, dass es im Grunde genommen, dass wir eine Competition haben in-house, die schon sehr einzigartig ist, weil mir ist keine andere Kite-Firma bekannt, wo es zwei Kite-Designer gibt. Und also wir hauen uns schon auch echt die Produkte um die Ohren, im Zweifel, sage ich jetzt mal so. Check. Jetzt kommen ein paar Fragen. Der Sascha fragt schon zum zweiten Mal, wird es einen Rebel SLS geben? Hm. Was sagt man da? Pause, okay, passt weiter. Gut, danke fürs Gespräch. Ja, ich würde mal sagen, man kann die Frage andersrum formulieren. Macht es Sinn, keinen zu bringen? Ich glaube, es wird absehbar sein. Vielleicht noch die Frage mit der Hangtime.
Da war nicht. Das war bei den Matten. Eine unangenehme Frage mit Zwinker-Smiley. Ob die Hangtime beim Tube-Kite wird nie so lang ausfallen wie bei einem Flysurfer Sonic oder also wie ein anderer, wie ein Matten-Kite einfach, ein Voll-Kite. Unterschreibst du das so oder? Nein, also auf gar keinen Fall. Also ich würde sogar sagen, das ist, also erstmal grundsätzlich, ich sage jetzt einfach mal nein, wohl wissend, dass man im Grunde genommen dafür eigentlich gar keine richtige Antwort finden kann. Warum nicht? Es gibt einfach unterschiedliche Arten von Springen. Also da könnte ich jetzt auch 2 Stunden lang drüber referieren, was eigentlich, wo überhaupt so ein Lift herkommt, warum man eigentlich 30 Meter hoch springt, warum man 300 Meter weit springt. Es ist grundsätzlich so, dass die Kites abhängig davon, wo sie gefahren werden, von wem sie gefahren werden, in welchen Windbedingungen sie gefahren werden und vor allem, wie viel thermische Komponente dazu kommt, kann man einfach das nicht pauschal sagen. Also ich kann mit einem Juice 15 unter guten Bedingungen oder unter absolut gleichen Bedingungen definitiv genauso lange und hoch fliegen wie mit einem Softkite. Definitiv, wenn man alle Parameter gleich macht. Deswegen, nee, also das kann man auf keinen Fall so sagen. Ich kann mit einem Juice 15 auch wunderbar vom Berg fliegen oder mit dem Soren 2 Stunden lang, wenn ich möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Also von der Performance her sind die Dinger so gut und vor allem halt eben halt auch vom Handling her. Das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo abspringe, auf dem See typischerweise. Ja, ich bin auf dem See, es gibt eine thermische Komponente. Irgendwo am Land hat sich eine Thermikblase gebildet oder auf dem Wasser gibt es das auch, wenn dort große Temperaturunterschiede sind. Und dann springe ich in diese Thermikblase rein. Und wenn ich einen Schirm habe, mit dem ich quasi in dieser Blase rotieren kann, das ist dieses klassische Loopen, was man ja auch ganz oft sieht auf den Videos. Ja? Das ist kein Downloop, sondern du kannst in dieser Thermikblase quasi eindrehen. Und wenn ich das richtig gut mache und wenn alles richtig zusammenpasst, dann kannst du mit der theoretisch einfach steigen auch. Ja, solange bis du die Hosen voll hast und sagst, vielleicht jetzt doch mal wieder rausfliegen. Also das kann man so nicht sagen, weil wie gesagt, vom Lift her und von der Hangtime her gibt es keine pauschale Aussage, aber nein, man kann definitiv nicht sagen, das eine ist länger oder das andere weniger lang in der Luft. Das ist wirklich eine Frage von mehreren Variablen. Dann die nächste, eine Frage, die wo wir eigentlich schon diskutiert haben, weil es uns in letzter Zeit, in den letzten Jahren aufgefallen ist. Früher war es immer so, wir haben die Kites bis zum Ende aufgepumpt, bis es wirklich nicht mehr ging, dass man es kaum eindrucken konnte, weil wir davon ausgehen, dass je stabiler die Form ist, umso mehr Leistung hat der Kite. Jetzt gab es dann irgendwann in der Industrie, sind die Pumpen gekommen mit einer Anzeige und mit Rot, Grün, Gelb, so irgendwie. Marian Hund, glaube ich, war da jetzt noch im Chat, der sagt auch, bis zum Anschlag, bis zum geht nicht mehr in seinen Videos. Was ist da jetzt wirklich dran? Mir kommt ein Kite so lasch vor, wenn ich ihn da im grünen Bereich aufpumpe. Ja, also ich sag mal so, ich beantworte die Frage mal wie folgt. Wir haben einen angegebenen Druck von 7 PSI. Und dieser Druck ist das, was ich sagen würde, ist das Minimum, wie man eine Kite aufpumpen sollte. Also 7 PSI, das ist natürlich auch, es ist auch eine rechtliche Komponente natürlich dahinter. Ja, das ist ganz klar. Aber machen wir es einfach mal so, schauen wir uns mal einen Kite vom Aaron an, wenn er irgendwie in Blueberg rausgeht bei 45 Knoten. Ja, der hat halt 10 PSI. Ne? Also das ist oder 9 oder was die Pumpe halt dann hergibt, was die Pumpe hergibt. Weil irgendwann eine normale Standardpumpe, glaube ich, macht auch bei 9, würde ich jetzt mich mal so drauf festlegen wollen, ich glaube bei 9 PSI schlapp, aber das hauen wir auch auf die Kites drauf. Fliegt der Kite dadurch besser? Er ist einfach struktursteifer. Das hat nichts mit dem Handling zu tun. Also es ist schon so, dass wir alle unsere Kites ja wirklich immer bei 7 PSI abstimmen. Also wenn wir sie proven freigeben, jeder Kite hat genau diese 7 PSI drauf. Weil wenn ich den einen mit 7 und den anderen mit 9 PSI testen würde, hätte ich komplett unterschiedliche Kites. Also nicht komplett, aber es ist, die Nuance wäre so groß, dass ich im Grunde genommen das Ergebnis verfälschen würde. Und das ist halt also, es ist letztendlich ein schwerer Fahrer, bei richtig viel Wind, mit einem kleinen Kite, kleines Board, sollte den Kite auf jeden Fall ordentlich aufpumpen, um genug Struktursteifigkeit zu haben. Ja. Ralf, mit der Bar hast du nichts zu tun, oder?
Bis auf die Tatsache, dass ich sie verwende, nein. Okay. Aber ich weil da ein paar Fragen zu den Teufelbergerleinen gekommen sind, aber ich glaube, das kannst du nicht beantworten. Oder hast du da was dazu, Teufelberger? Weil die Frage war zum Beispiel, warum es so lange gedauert hat, von den Teufelbergerleinen wegzukommen, wo es irgendwie Qualitätsprobleme gegeben hat. Also grundsätzlich haben wir immer noch Teufelberger Leinen. Wir sind nicht davon weg, sondern es ist eine andere Leine. Mhm. Also man muss dazu sagen, wir haben, was Leinen angeht, wirklich alles ausprobiert, was der Markt hergibt. Und es gibt nicht so viele Firmen. Es gibt ein paar einschlägige. Ich zähle zum Beispiel Lirus mit dazu. Ist auch ein deutscher Hersteller, der sehr, sehr, sehr bekannt ist im Gleitschirmbereich und in Tauwerken. Wir haben alles miteinander verglichen. Wir haben halt am Ende gesagt, die aktuelle Flight 99, die wir verwenden, ist halt so viel besser als die Leine, die wir vorher verwendet haben, die FL10, dass es für uns ein extrem großer Schritt ist. Und jetzt muss man ganz klar zu sagen, war die dann vorher wirklich so grauenhaft schlecht? Aus unseren Erfahrungen, aus unseren Tests, die wir gemacht haben, nicht wirklich. Das Problem ist nur, und das ist vollkommen richtig, abhängig davon, wie man die Leine einsetzt, das hat nichts damit zu tun, ob man die jetzt schlecht behandelt oder gut behandelt, sondern eher wie und wo, unter welchen Umständen, sie halt einfach anfängt zu schrumpfen. Ja, es ist ja nicht so, dass die Leine zu lang wird, sondern die Leine schrumpft. Mhm. Und das ist halt eben das Problem, weil jede Dyneema-Leine ein sogenanntes Arbeitsfenster hat. Jetzt ist die Leine aber aufgrund ihrer Hochlast, die sie haben muss, überdimensioniert. Machen wir mal ein Beispiel. Die Backline halten 250 Kilogramm Bruchlast aus. Die Force, also die Kraft, die ich auf einer Seite von der Steuerleine habe, die sind aber irgendwo 3-4 Kilo, wenn ich fahre. Das heißt, also ihr seht schon, wenn es bei 3 Kilo wäre und 300 Kilo, dann wäre das 1%. Ja? Das heißt, also 1% der eigentlichen Last, die diese Leine tatsächlich verträgt, wird eigentlich nur abgerufen. Und das ist ein Riesenproblem, weil die nämlich nie in ihr Arbeitsfenster hineinkommt. Und das versucht man dann zu verbessern, indem man da Coating drauf macht, indem man die pre-stretched, also vorreckt, Coating drauf, Monofilme mit rein, um das Ganze noch zu homogenisieren. Also wir haben wirklich viel gemacht. Wir haben hier Leinentests gemacht mit, also ich habe das, glaube ich, weiß nicht, irgendwo auch mal auf Instagram dokumentiert, was das eigentlich bedeutet für uns, wenn da 25 Bars liegen, die wir alle validieren. Also wir haben uns sehr, 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 sehr stark mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir haben jetzt mit der Flight 99 meiner Meinung nach eine extrem gute Leine, die ich setze jeden Tag ein, wirklich gute Reckwerte, also in dem Sinne Kriechwerte hat. Was hast du? Ich habe heute auch noch auf deiner Seite gelesen, du hast damals beim X3, das war ein Nash-Kite, solche Flaps drinnen. Ich habe den Kite nie, kann sein, dass es den Kite nie gegeben hat. Und um die Frage weiterzuführen, hast du irgendwie so Revolutionen im Hinterkopf, wenn du sagst, du müsstest den jetzt nicht verkaufen, den Kite? Was hältst du von die Lejanu, die mit diesen High-Pressure-Kites jetzt irgendwie da Patente angemeldet haben? Verfolgst du das? Ja, sowas verfolge ich schon. Die Ansätze hat ja im Grunde genommen jeder Kite-Designer. Also ich auch will die Lejanu jetzt nicht schlecht reden, aber das sind halt so, es sind ja immer so grundsätzliche Fragen. Ja, also wie dick muss jetzt die Leading Edge sein? Wie sehen eigentlich die Profile aus? Was muss man da machen? Braucht so ein Kite so eine Flap? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, der Kite braucht keine Flap, weil das tatsächlich einfach den Aufwand, den ich betreiben muss, um einen minimalen Vorteil theoretisch zu erlangen, ist einfach viel zu hoch. Es ist nicht kommerziell. Okay. Und die Simplifizierung eines Produktes ist etwas, was mir unglaublich stark am Herzen liegt. Und eine Leading Edge ganz, ganz dünn zu machen, ja, der Kite wird leicht, verliert aber dadurch im Grunde genommen ganz wichtige Performance-Aspekte. Zum Beispiel eben die Eigenschaft des Nick-Momentes. Jetzt wird es halt sehr technisch. Ja, das heißt also, um mit einem Tube-Kite gut springen zu können, muss der Schirm nach vorne rotieren. Nicken nennt man das, oder Pitchen im Englischen. Und wenn du den Leading-Edge-Durchmesser ganz runter drehst, dann hat das Ding auch kein Pitch-Moment. Und so kannst du im Grunde genommen nur noch über die Geschwindigkeit quasi kinetische Energie abrufen. Und das sind alles Sachen, die in Summe eine gute Idee sind, aber meiner Meinung nach sich einfach nicht durchsetzen werden. Meine persönliche Meinung dazu, weil es einfach andere Parameter gibt, an die man schrauben kann,
die dafür sorgen, dass die Kites zum Beispiel ganz, also wunderschön in der Luft liegen, so wie, wie eben jetzt mit diesem Ultraleichtwind-Projekt, diesem 13 Quadratmeter, der unter 2 Kilo wog. Das war halt einfach bei 4 Knoten. Ja, 4 Knoten ist gar nichts. Ja, und wenn du merkst, das Ding fliegt wirklich bei 4 Knoten, gibt ein Video auch da auf meinem Instagram-Channel, wo ich den Schirm quasi einmal um mich rumfliege, 360 Grad. Ja, da siehst du auch anhand der Spur, die ich auf dem Sand hinterlasse, wie viel Wind eigentlich ist oder wie wenig Wind. Und damit kannst du dann kiten gehen. Da ist nichts. Ja? Also das ist halt einfach, wie der steht, wie der andreht. Das ist ja auch ganz wichtig. Also wie der eben die Kraft generiert. Und alles Parameter, die sehr stark auch von dem Leading Edge Durchmesser abhängig sind. Eben dieses Hook-Moment, ganz wichtig, dieses Pitch-Moment vom Profil, ist ganz wichtig für das Hook-Moment. Und deswegen, nein, glaube ich nicht dran. Wir werden sehen, was da rauskommt. Was ist dein persönlicher Lieblingskite aus eurem Portfolio? Eigentlich immer der, an dem ich gerade arbeite. Sage ich jetzt mal. Also ich muss sagen, Evo SLS finde ich ist ein Traum. Ist aber auch ein Kite, das stellen wir jetzt auch immer mehr fest, ist ein Kite, der schon auch ein bisschen speziell ist. Weil er die Grundidee war so ein bisschen, dass wir einen Schirm bauen, der für Leute gemacht ist, die schon auch länger, einfach wirklich länger beim Kiten mit dabei sind, die ein relativ hohes Level haben. Und das ist jetzt nicht die typische Evo-Zielgruppe, oder sag mal so, der Evo ist der Allrounder. Ja, das heißt, man muss halt natürlich dafür sorgen, dass es halt wirklich auch eine Allround-Zielgruppe gibt. Der Evo performt ziemlich heftig, wie auch vielleicht ein paar YouTube- oder Instagram-Videos jetzt gezeigt haben vom Edgar Ulrich mit dem S-Loop, den er zum Beispiel rausgehauen hat, auf Schnee. Also da sind, oder ein Valgara, die halt wirklich, du kannst mit dem Ding halt wirklich heftige Sachen machen. Springt ein bisschen anders, fliegt eigentlich eher mehr wie so ein Gleitschirm, auch in den Wind rein. Also kannst auch wirklich gegen den Wind springen bei wenig Wind, bei weniger Wind. Also das ist ein Kite, den ich extrem gut mag. Aktuell sind wir an der DICE-Entwicklung. Da gibt es, wie gesagt, zwei Modelle. Gibt es überhaupt so Soul-Sessions, die du hast, wo du sagst, jetzt gehe ich nur für mich fahren und ich überlege mir gar nichts, was ich daran ändern könnte oder was ich mache? So, kannst du abschalten beim Kiten? Leider nein. Also leider nein, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich tatsächlich verloren. Ist eine Frage, die oft kommt. Und da muss ich sagen, nee, gibt es leider nicht mehr so, weil man halt einfach doch immer versucht, sich halt einfach auch selbst zu hinterfragen, das Produkt selber hinterzufragen, zu gucken, was machen jetzt die anderen gerade, wie hoch springen die eigentlich, an wem kann ich mich jetzt hier gerade messen, etc. Einfach halt, um einfach wirklich gute Produkte zu entwickeln. Das ist ein Job, der sehr demanding ist, auf jeden Fall, der auch, glaube ich, auch sehr viel Verantwortung mit sich bringt, einfach weil das ein Riesenapparat ist bei der Boards & More dahinter. Das ist ja keine kleine Firma. Das ist wirklich ein echtes mittelständisches Unternehmen. Und deswegen da so richtig abzuschalten, kann ich leider nicht mehr. Wo machst du es? Abschalten? Beim Paragleiten? Auch nicht. Auch nicht, weil beim Paragleiten passiert genau das Gleiche. Dass ich im Grunde genommen auch dann darüber nachdenke, wie ich den nächsten Schirm halt bauen kann. Wenn ich jetzt aber als Entwickler überlegt man sich beim Golfspielen ja dann auch, wie man den Golfschläger vielleicht verbessern könnte, oder? Das Schiff in der Flasche. Das ist halt einfach, also es gibt definitiv einen Ort, wo ich entspannen kann, ja, wo ich auch wirklich so viel Konzentration brauche, dass ich tatsächlich eben an nichts anderes denken darf. Und das ist halt, wenn ich im Rennauto sitze. Weil die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass du so ein Auto halt zu Kernschrott fährst, mit dir drin, ist halt bei einem echten Autorennen halt dann doch tatsächlich auch gegeben, weil viele unterschiedliche Faktoren da wieder zusammenkommen. Und da ist es einfach so, wenn du da nicht den Tunnelblick hast, dann bist du halt einfach entweder grottenlangsam oder du bringst dich halt wahnsinnig stark in Gefahr. Ja, also das, du bist Rennautofahrer. Du tust Rennauto fahren oder... Oder hast du ein Rennauto, ja, oder wie kann man das verstehen? Ja, genau. Also wir hatten diverse im Grunde genommen. Aktuell haben wir zwei.
die wir einsetzen. Und ja, also so mit Rennlizenz, genau, gibt es dann, musst ja Rennfahrer sein, sonst darfst du ja bei DMSB Rennen, also Deutschen Motorsportbund, dürftest du ja gar nicht teilnehmen, wenn du keine Rennlizenz hast. Und ja, das ist mein Hobby. Also tatsächlich auf der einen Seite natürlich auch von der Engineering-Seite her, also Teile entwickeln dafür, 3D-Druckteile, Ansaugungen zum Beispiel komplett neu gestalten oder Fahrwerks-Setup dann im Grunde genommen mit meinen Kollegen zusammen zu entwickeln. Das ist mega. Also das ist tatsächlich, das ist mein Hobby, würde ich sagen. Also es kommen alle Aspekte zusammen, die eigentlich so richtig geil sind. Teamarbeit, hochkomplexe Technik, du musst dich selber überwinden, du musst eben abschalten können, was für mich immer die größte Herausforderung in meinem Leben war, mich in den Tunnel zu fokussieren und dann wirklich schnell zu sein. Ja, das ist eigentlich das, was ich mache. Ich habe, glaube ich, ein bisschen eine schwierige Frage, die mich ein bisschen beschäftigt, weil du so ein, bei uns sagt man Tausendsasser bist, so viele verschiedene Sachen machst. Für mich hat das jetzt irgendwie so das Bild von einem Kite-Entwickler ein bisschen zerstört. Für mich war das der steht in der Früh auf, denkt an Tuton, geht am Abend schlafen, denkt an Tuton und überlegt, wie er das machen kann. Ist das jetzt bei dir eher so, du willst nur ein Produkt, egal was da drauf steht, und ist da vielleicht ein bisschen die Leidenschaft oder die Passion für das Gesamte gar nicht so, sondern nur die Parameter? Weißt du, wo ich hin will, so ein bisschen? Ja. Ja. Nein, also das ist eine sehr gute Frage und da habe ich eine klare Antwort drauf. Ich bin extrem perfektionistisch. Ich bin, ich glaube, zu mir selber sehr, sehr streng und das, was ich mache, mache ich entweder ganz oder gar nicht. Das heißt aber auch, dass ich halt einfach mir Wege überlegt habe oder ich halt einfach in der Lage bin, unterschiedliche Sachen gleichzeitig zu machen oder zumindest ja, gleichzeitig parallel, wie man sich das jetzt vorstellen möchte. Also man wird nicht einfach so Kite-Designer bei Duoton und wenn man sich eben halt auch anguckt, wie viele Kites da draußen sind, also es ist auf jeden Fall für mich etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich auf jeden Fall absolut gerne mache, aus der Sicht heraus, dass ich halt einfach etwas besonders gut machen möchte. Das eine ist ja, ob ich Spaß habe, ja, das ist das eine, dass man sagt, das war die Frage vorher, ne? Was macht mir Spaß? Macht mir das Kiten Spaß? Dann sage ich, ja, mir macht das Kiten schon Spaß, aber es ist keine, das ist nichts, wo ich aufblühen kann, selber, wenn ich für mich selber im Grunde genommen innere Ruhe brauche. Ja, weil ich eben so angespannt bin, weil ich halt im Grunde genommen wirklich versuche, Produkte zu entwickeln, die im Zweifel auch mal ihrer Zeit voraus sind. Ja, und die ganze Komplexität dahinter, eben mit Produktion, mit Materialität etc. Also ich würde definitiv sagen, dass ich 100% möchte, dass meine Produkte gut ankommen und dass die Leute, wenn sie mich nicht kennen, am Strand sagen, ah ja, das ist ein cooler Kite, ohne dass sie jetzt wissen, dass sie neben dem Designer stehen. Also das ist für mich im Grunde genommen das, wo man letztendlich hinarbeitet. Wirklich ein ernstes und ehrliches Feedback bekommt und alles andere, ja. Also ich mache das, ziehe das schon hundertprozentig durch, im positiven Sinne. Wie oft hast du schon mitbekommen, dass jemand über deine Kites schimpft am Strand, ohne dich zu kennen? Also ich bekomme, also Schimpfen ist jetzt relativ lange nicht mehr vorgekommen. Dann waren es aber meistens auch irgendwelche, sage ich mal, Komponenten, die irgendwie nicht funktioniert haben. Also grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich jemanden sehe am Strand, der mit irgendwas nicht zurechtkommt, gehe ich immer hin. Und versuche quasi dem sein Problem zu lösen, weil das geht gar nicht anders. Das muss man machen, wenn man sieht, okay, hey du, da ist jetzt irgendwie, der hängt das Ding falsch an oder die Bar muss halt mal direkt werden oder irgendetwas oder irgendwas am Kite stimmt tatsächlich nicht, dann mache ich das natürlich. Es kommt mittlerweile nicht mehr so oft vor, dass es negativ ist. Es ist tatsächlich zum Glück eher so, dass man doch schon ab und zu mal irgendwo vorbeigeht und Duoton ist relativ stark vertreten, überall auf der Welt und letztendlich kommen die Leute mit einem Lächeln vom Wasser zum größten Teil. Und das ist ja letztendlich die Aussage genug. Die Leute sollen Spaß haben. Ja, das ist der Punkt. Ich meine, ich baue Produkte dafür, dass ihr nachher eine gute Session habt. Das ist die Quintessenz daraus. Nicht, ob ich Spaß habe. Danke. Ja, da gibt es nämlich einen ganz tollen englischen Satz, der heißt,
They don't pay me for the fun I have, they pay me for the shit I eat. Ja, das heißt also im Grunde genommen, ja, das ist also, ich nehme das sehr ernst. Ja, und ich nehme Kiten oder halt auch eben alles, was ich mache im Leben, äußerst ernst und versuche immer etwas Besonderes daraus zu generieren. Mhm. Da können wir jetzt, glaube ich, vom Udo noch eine Frage zusammenfassen von vorher. Wie ist die Entwicklung im Kitesurfsport jetzt, wenn man gesamt betrachtet, so wie ist dein Empfinden? Sind wir am Plateau? Nimmt es ab? Ist es so wie Windsurfen, das dann so ein bisschen verschwindet wahrscheinlich, weil die Kites oder das Material damals war ja auch einfach zu teuer irgendwie geworden und dann hat es keinen Nachwuchs mehr gegeben, weil sich's keiner leisten hat mehr können. Wie siehst du das? Super Frage. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in einem zweiten Frühling sind. Aktuell. Also meine Prognosen, wissend eben mit den Materialitäten, die auf uns zukommen werden in der Zukunft, würde ich sagen, dass es nochmal einen riesen Anschub geben wird für das Kiten. Und Produkte am Start sind, die, wo ich schon sagen würde, es ist eine Kite-Revolution mit dabei. Ja? Also nicht Evolution, sondern wirklich Revolution. Doch, würde ich sagen, kommt. Und das, glaube ich, unterscheidet uns auch signifikant vom Windsurfen. Klar, es gibt auch natürlich der Trend, dass Produkte sehr teuer werden aufgrund ihrer Materialität. Das ist richtig. Aber es liegt ja auch an uns, im Grunde genommen erst einmal mit kleineren Stückzahlen zu hantieren, um quasi auch zu schauen, wie der Markt reagiert, zu schauen, ob sich der Markt weiterentwickelt. Und wenn nachher mal der Markt größer wird in einer Nische, die sich vielleicht auftut, dann werden ja die Materialien an sich auch immer wieder günstiger. Einfach aufgrund des Volumens. Also die Frage ist, wir werden definitiv noch wirklich interessante Dinge in der nächsten Zeit. In den nächsten 2-3 Jahren wird es sehr, sehr spannend. Spannend. Wie lange haben wir eigentlich schon? Das ist eine Stunde. Du hast noch gar nichts getrunken. Wohl. Immer okay. Immer. Guck mal, schon ganz leer. Die Eiswürfel sind schon weg. Gut, es war eh schon wahnsinnig viel gesagt worden. Echt, ich finde es extrem spannend, würde noch extrem lang gern weiterreden. Vielleicht jetzt dann, dass wir schon zu den finalen Fragen kommen. Da fragt noch der Dennis, war das. Was ist so dein Kite, auf den du am meisten stolz bist, wo der größte Fortschritt war? Und welcher Kite ist bei dir nicht ins Portfolio gekommen, wo du gesagt hast, boah, den hätte ich gern gehabt, der, oder gibt sowas gar nicht. Es wird ein Produkt, sozusagen, du kriegst Vorgaben, so soll es sein und es wird fertig entwickelt, Punkt. Also die zwei Fragen, grundsätzlich, ja, es kam auch schon vor, dass Produkte, die ich für sehr, sehr gut empfunden habe, tatsächlich nicht gekommen sind, weil sie nicht ins Portfolio gepasst haben. Das wurde dann aber mit einem anderen Produkt quasi ersetzt. Mhm. Was in Summe oder rückwärts betrachtet auch die richtige Entscheidung war. Ja, also das muss man auch sagen. Aber klar ist man als Designer dann manchmal auch frustriert, wenn man sagt, okay, also eigentlich habe ich da was richtig Gutes gebaut, aber es passt gerade irgendwie nicht rein. Ist natürlich nicht so schön. Es kommt vor, aber selten, sehr selten. Dann die erste Frage, auf welchen Kite bin ich am meisten stolz, kann ich so nicht beantworten, weil ich da auch lieber sagen würde, ich bin eigentlich auf die Gesamtheit von dem, was ich eben in den letzten Jahren entwickelt habe. Und da sind wieder, das ist meine Kernaussage, das ist, sind halt einfach ganz viele Variablen. Und ganz wichtig ist eben diese Produktionsthematik, fertigungsseitig, Materialität. Wenn man das betrachtet, dann würde ich eigentlich sagen, damit, darauf bin ich eigentlich tatsächlich mehr stolz als letztendlich auf das Produkt. Weil du brauchst so viele Einzelkomponenten im Vorfeld, um ein gutes Produkt zu entwickeln, dass es viel schwieriger ist, das ganzheitlich zu betrachten, als jetzt im Grunde genommen mit einem fertigen, modularen System einen guten Kite zu bauen. Also es ist einfach, ich würde sagen, es ist einfach die Arbeit in den letzten Jahren gewesen, quasi zu guten, also hoffentlich guten Produkten führt. Jetzt haben wir eine Frage, die schon mehrmals gestellt worden ist. Oder Der Jan. Nachhaltigkeit, umweltfreundliche Materialien, wie ist da das bei dir? Achtest du darauf, dass es nachhaltige Materialien sind, die du verwendest, oder geht es da rein um Leistung, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder macht die Nachhaltigkeit eher das Marketing?
Also ich sag mal so, das ist eine super gute Frage, die ganz schwierig zu beantworten. Ganz, ganz schwierig. Weil, also es ist grundsätzlich so, dass wir auch auf der Zuliefererseite sehr stark darauf achten, ob das jetzt mit den Bags ist oder ob wir versuchen, Fasern zu verwenden, die wir irgendwie beimischen können bei den Materialien. Challenger, unser Material, also einer von unseren Materiallieferanten, der auch das Penta TX entwickelt hat, die haben eine eigene Firma, die ausschließlich Materialien vermarktet, vertreibt, herstellt, die recycelt sind. Ist ein Riesenthema aktuell und da tut sich auch was. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass es momentan der Grad an den Materialien, die recycelt sind, ist extrem gering. Wir haben das bei der Tasche, wunderbar, da funktioniert das hervorragend, weil es ist ein festes, dickes Material. Aber bei den Hightech-Materialien, wo es wirklich um Performance geht, ist es momentan so noch nicht darstellbar. Ist aber etwas, was auf jeden Fall kommen wird und auch meiner Meinung nach kommen muss, unbedingt. Man muss halt nur schauen, wie viel ist tatsächlich nachhaltig und wie viel ist im Grunde genommen der klassische Slogan, dass ein batteriegetriebenes Fahrzeug weniger CO2 ausstößt. Also geht nicht. Ja? Also als, sage ich mal, als irgendwie mathematisch-physisch denkender Mensch, weiß man, dass das so nicht, dass man die Aussage so gar nicht treffen kann. Das heißt also, es ist wirklich, ich finde es ganz, ganz wichtig, das Thema. Also es ist auch vielleicht eher so ein bisschen, wie ich versuche, das auch, wie jeder das für sich selber auch versucht, im Leben umzusetzen, tatsächlich irgendwo was zu finden, was wirklich nachhaltig ist und nicht nur ein Marketing-Nachhaltigkeit hat. Aber ja, wir haben definitiv im Grunde genommen noch zu wenige Materialien, die nachhaltig sind, aufgrund eben dieses Performance-Anspruchs. Leider. Cool. In einem Satz, was sagst du zum Wingsurfen oder Wingfoilen? Ein Satz, oh Gott. Nee, eine Aussage, Wahnsinn. Also ich hätte nicht geglaubt, dass der Sport so im Kommen ist. Bei uns gehen die Verkaufszahlen völlig durch, also vollkommen total durch die Decke. Also das kann man überhaupt nicht nachvollziehen schon, aber also jeder ist extrem überrascht, wie stark sich das entwickelt. Ich glaube, es ist ein toller Sport auch für Leute, die vielleicht auch vom Windsurfen primär auch kommen. Ich finde es super spannend. Wird sich entwickeln. Bist du da bei der Entwicklung dabei? Ich habe mal entwickelt, ja, parallel zum Ken. Allerdings ist es so, dass der Ken so Feuer und Flamme und so sehr in diesem Thema drin ist, dass es eher so sein wird, dass ich mich wahrscheinlich mehr um die Kites dann auch vielleicht noch mal um das eine oder andere Modell von ihm kümmern werde in Zukunft, um ihn quasi auch bei der Foil-Kite-Entwicklung, bei der Foil-Wing-Entwicklung zu entlasten. Also das ist wirklich das Metier vom Ken und er macht das großartig. Cool. Ralf Herst, wie schaut es eigentlich aus, verdienen eigentlich gut als Kite-Entwickler? Müsstest du es eigentlich machen? Ich habe den Eindruck auf deiner Seite, du hast so viele Teilhaber, Firmengründer, Patentinhaber, glaube ich auch. Machst du es wegen am Geld? Das ist dein Haus da am Strand, oder? In Südafrika. Nee, noch nicht. nee, also das ist eine Frage. Ich bin, wenn man mir eine Frage stellt, dann kriegt man eine ehrliche Antwort. Und es ist klipp und klar so, dass ich gewisse Dinge definitiv schon darauf achte, dass ich eine Vergütung bekomme, die ich denke, die angemessen ist, die im Kontext steht. Und dadurch, dass ich eben selber Firmeninhaber bin mit meinen beiden Marken Jibe und Oxley und ich ja eben genau weiß, wie man auch kalkulieren kann und welche Margen wo entstehen, denke ich schon, also man kann als Kite-Designer auf jeden Fall gutes Geld verdienen, wenn man dementsprechend gute Leistung bringt. Und das ist im Grunde genommen im Markt ganz üblich, dass man provisionsabhängig bezahlt wird. Das heißt also, je besser dein Produkt ist, umso mehr kannst du auch daran verdienen. Das ist halt eine Kausalität, das ist eine Art von Partizipieren, das gerechtfertigt ist. Und ich kann mich nicht darüber beschweren, dass ich zu wenig verdiene. Sagen wir es mal so. Cool. Ja, ich glaube, es war wahnsinnig spannend. Ich bin also
Mir hat es extrem taugt. Ich habe urviel gelernt. Cool. Du bist wahrscheinlich der, der jetzt bei der Facebook-Seite die Fragen noch stellt. Genau, das ist nämlich auch noch die Möglichkeit. Ihr könnt jetzt noch auf der Facebook-Seite in ein paar Minuten, kommt jetzt dann das Video und unter das könnt ihr kommentieren. Und der Ralf nimmt sich dann noch coolerweise die Zeit, was nicht wenig vielleicht jetzt Fragen nicht sein gleich wird. Im Anschluss. Du kannst auch den Marian zu Hilfe holen oder vielleicht antwortet er an Aaron gleich mit. Also das musst du nicht nur du, vielleicht gibt es ja da mehrere Leute, die das machen können. Genau. Ich hoffe, wir haben die meisten Fragen beantworten können oder zusammenfassen. Da sind halt wirklich viele Detailfragen kommen, die über wie viel Newton, welche Leine und so, das halt kleine Nischenfragen sind, aber auch spannend. Und die können wir, glaube ich, in den Kommentaren schnell beantworten. Ralf, kann sich jemand an dich wenden, der eigene Ideen hat für ein neues Konzept? Das passiert immer wieder. Schon. Also ich sag mal so, wir haben alle möglichen. Also ich habe immer irgendwelche Projekte parallel. Also ganz wichtig war ja dieses Projekt, das Theta-Projekt mit der TU Berlin, was ich viele Jahre lang begleitet habe. Da ging es um die Vermessung und Validierung von flexiblen Tragflächen. Unfassbar spannend, mega, ganz, ich weiß, ich glaube, da sind 25 Diplomarbeiten irgendwie draus entstanden aus dem Ganzen. Ich habe immer mal wieder Anfragen von Studenten, die ich gerne versuche weiterzuhelfen, solange das mir meine Zeit ermöglicht. Es gibt natürlich aber auch Sachen, wo ich klar sagen muss, nee, ist zu detailliert, kann ich einfach nicht. Das ist einfach auch mein Tagesablauf, der ziemlich durchgetaktet ist, nicht zu, aber ich versuche zumindest auch mal zu vermitteln, ja, also sicherlich, klar. Also da, wo ich kann, helfe ich gern. Wie würde man es machen? Einfach auf deine Seite gehen, Ralf Größel Design oder wie heißt die? Genau, richtig. Und da müsste ein Kontakt oder eine E-Mail irgendwo mit drunter sein. Genau. Und deine Assistentin meldet sich dann bei der Person. Oder der Assistent natürlich. könnte passieren, aber wie gesagt, also ich versuche das schon. Ich versuche das schon irgendwie. Und ich will es auch jetzt das Thema nicht zu lang machen, aber man muss halt einfach klar sagen, wir haben jetzt, ich bin ja gerade in der Ausbildung, das heißt, der Marian Hund, der wird, ist jetzt quasi der Erste, den ich kenne, der ausgebildet wird tatsächlich, ja, von mir. Natürlich hat das die Boards immer veranlasst in den nächsten 3 Jahren. Und ich sag mal so, wäre für mich natürlich immer ein Traum gewesen, zu sagen, okay, ich kann mich an jemanden wenden, ich habe irgendwie jemanden, einen Mentor oder ich versuche, jungen Leuten grundsätzlich zu helfen, weil ich ganz genau weiß, wie schwer es ist, wenn man keine Hilfe bekommt und wenn man ambitionierte Ziele hat. Deswegen grundsätzlich, wie gesagt, also wo ich helfen kann, mache ich das gerne, soweit mir das eben möglich ist. Cool. Sehr fun. Dann an alle, die zugeschaut haben, Dankeschön. Vor allem an die Anna und die Marietta, die das Ganze übersetzt haben. Damit auch die gehörlosen Kitesurfer und Kitesurferinnen alles mitbekommen und nicht alles nachschauen müssen und live dabei sein können. Vielen Dank, Anna und Marietta, danke. Jo. Wenn das Format gefällt, wir haben... Zack. Zack. Nee, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Also ich habe mir schon den perfekten Abschlusssatz vorbereitet. Nein. Denn das Format gefällt. Wir haben noch ein paar Ideen, aber wenn ihr Ideen habt für Personen, die wir interviewen sollen bei unangenehme und angenehme Fragen an ... ihr könnt euch gerne an uns wenden und uns Vorschläge machen. Wir versuchen dann die jeweilige Person einzuladen und schauen. Einzufliegen. Einzufliegen und schauen, ob sie sich den Fragen stellt. Genau. Gut, also jetzt, wie gesagt, wer noch Fragen hat, auf die Lake United Facebook-Page gehen, dort kommt es dann. Und liebe Grüße auch an den Marian, danke, ja. Ralf. Ralf, dein Schlusswort noch. Jetzt hat er einen Hänger. Vielen herzlichen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und jeder wieder. Mach's gut. Ich gehe mal auf Facebook. Ciao. Ciao, danke.